Menschen, die aus dem Ausland kommen, Menschen, die die Arbeit verloren haben oder Menschen, die ausgesteuert sind, brauchen Unterstützung. Wir wollen ihnen dabei helfen. Kanton, Gemeinden, Sozialregionen sollen künftig zusammenarbeiten und das Potenzial abklären von diesen Menschen. Es geht darum, dass sie wieder eingegliedert werden in die Gesellschaft, in den Arbeitsprozess, dass sie in die Schule gehen oder Weiterbildungen absolvieren können. Menschen mit Behinderung leben heute zum Teil in Institutionen oder arbeiten an geschützten Arbeitsplätzen. Das, obwohl sie selbstständig leben könnten, wenn sie die nötige Unterstützung hätten. Wir wollen die Inklusion fördern, das heisst der Einbezug von Menschen mit Behinderung in unsere Gesellschaft. Wir machen eine Planung von ambulanten Angeboten, die aufzeigt, wo es Möglichkeiten gibt, selbstständig zu leben mit der nötigen Unterstützung, wo es Beratungsangebote gibt und wo es noch Lücken hat, damit man entsprechende Angebote schaffen kann. Wir wollen Gesundheitskompetenz der Menschen in unserem Kanton fördern. Menschen sollen gut informiert sein, sollen einen Entscheid treffen und damit wissen, wie sie mit ihrer Gesundheit umgehen sollen. Es ist wichtig, dass wir das Angebot der Gesundheitsförderung bekannt machen und Menschen wissen, wie sie sich gut ernähren sollen, was es heisst, Genussmittel zu konsumieren, und sie sollen wissen, wie sie Entscheide treffen können im Krankheitsfall. Die Polizei leistet in der realen Welt gute Arbeit und sorgt für Sicherheit. Wir alle bewegen uns aber immer mehr im digitalen Raum, und auch die Kriminalität macht nicht Halt von digitalen Möglichkeiten. Die Polizei soll auch dort präsent sein und soll die entsprechenden Mittel haben, um Kriminalität zu bekämpfen, soll aber auch selber digitale Mittel anwenden können. Es ist darum ganz wichtig, dass die nötigen Fähigkeiten verbessert werden und die Bekämpfung der Cyberkriminalität ein Schwerpunkt bildet.